Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heroes of Might and Magic 3. Ich bin euer DSD Steve und Euer Rakshasa. ja, wir müssen uns wieder ein bisschen reinfinden. Wir haben nämlich seit einer guten Woche oder so nicht aufgenommen. Ja, kam ein bisschen dazwischen. Ja, so Prüfungsphase und so hat man ja doch ein bisschen weniger Zeit. Aber ich glaube, wir hatten eh schon fast gewonnen und der Rest war nur noch Formsache, so war das doch, ne? Genau, richtig. Also wir haben hier auf der Oberwelt an sich alles. Wir haben irgendwie auch schon einen Gegner eliminiert, dass der Rest, der kann eigentlich schon auf Genau. der kleinen Kann nur Insel noch sein. im Untergrund sein, haben wir, glaube ich, festgestellt. Ne, oder eben im ganz im Südwesten. So. Und hier haben wir einen Held, der nichts kann. Ja. Unser Haupttier, der war Genau, und was hier haben wir noch anderes. ein. Ah, ich erinnere mich, und zwar kam nicht von hier immer so ein Held mit einem Schiff. Ach genau, wir waren mit dem Schiff dann, da war's, ja. Und deswegen haben wir nämlich hier den Helden auch geparkt. Und hier ist das Boot. Genau, und da wollten wir auch hin, ne? Dem oberen und dem Mit oberen Helden, diesem Helden, genau. oder? Ja, genau, mit dem wollten wir da rein. Genau, und dann wollten wir dann nämlich das Okay. Ja. zurückverfolgen. Ja, sorry Leute, aber wie gesagt, da war jetzt einfach mal ein bisschen Zeit dazwischen und da bitte ich um Verständnis, weil auch wir haben natürlich. Ah, das ist hier ein Held of the Overworld, ne? Da muss man immer mal ein Ja, das ist immer bisschen. gut zu wissen. Aber da steht, das sieht Der gefährlich hat genug für auch ihn aus, ein sodass du dich bisschen. einfach einnimmst. Das nimmt er einfach ein, wir haben hier nichts drinne. Ah ne, ich hatte das. Ach so, das ist die Armee von ihm, die da ist. Okay. Da sind sogar Hydren bei. Die Frage ist, ob dieser Held diese Armee schlagen könnte. Locker. Ich meine, guck mal, das ist eine Hydra, wenn vielleicht, oder zwei, und der Rest ist. Ich meine, das hat einen Haufen Pikiniere, aber die So, können ja eigentlich dann ohne Hilfe. dann schicken wir ihn mal hier runter, würde ich sagen. Ja. Es stehen hier überall ganz viele Wolfreiter, die alle gespawnt sind wegen dem Monat. Ach guck mal, hat sich so So, die angeschlossen. kommen mit. Schicken wir den mal runter. Wir lassen jetzt einfach die Stadt einnehmen, oder? Wir investieren jetzt hier nichts, lassen einfach die Stadt Stimmt erobern. ein bisschen was, was stehen, wie viel könnten wir denn da theoretisch kaufen? Das reicht ja, dass es einfach so gefährlich wie ihn aussieht, dass er da gar nicht reinlaufen möchte. Je nachdem, wie die Stadt, wie die da schon haben. Ja, guck mal, das reicht doch locker, dass er das nicht mehr angreift. Die Mönche und auf jeden Fall dann noch die anderen Fernkämpfer. Wir uns mal die. Am besten noch die Schwertkampf Die. Sailor ausbauen dann. Ich dachte eher, dass wir denn die ausbauen. Nee, das Upgrade zu den Crusaders ist doch viel krasser, weil wir dann zweimal zuschlagen können, weil die Menschen, die ist jetzt nicht. Aber wir verteidigen doch die Stadt, das heißt, wir schießen raus. Ja, aber irgendwann wird der vielleicht auch reinkommen. Er hat ja Flieger. Die kommen ja über die Mauern. Dann brauchen wir auf jeden Fall mal einen Helden und wir kriegen ja nur Bullshit. Ja, nehmen wir halt den. Doch, der rechts war doch ganz okay, der hat Offensive und Ja, Bogenschießen. dann kaufen wir mal den. Ja, Wir haben Pferde. unsere Wegpunkte bekommen, jetzt kommen wir noch Rein, die Crusader da. die schicken wir weg, ne? Wegen Moral, ne? Ja, genau, damit die Moral nicht runtergeht, ne? Ja, und die bringen uns ja eigentlich auch nichts. Ich meine, das sind sechs Orks. Und Ja. die Goblins sind eh Kanonenfutter. Genau. Übrigens, wusstest du schon ein Schicksal für diesen Part? Welches? Du wirst mir sagen, wenn der Part zu Ende ist. Ich habe nicht auf die Oha. Uhr geachtet und ich habe keine Uhr Okay. gerade da. Na gut. Werde ich. Ich tue mein Bestes. Dann bauen wir es einfach mal aus. Weil jetzt darf die mich auf Zeitgefühl verlassen, dann würde der Part hundertprozentig 40 Minuten gehen oder so. Ja, das passiert bei Heroes aber gerne ziemlich oft, ne? Ja, Ah, ja, kommt noch ein ja. Tag, noch eine Woche, dann Oh. kommt noch den Kampf. Genau. Das macht auch den Reiz von Heroes aus. Genau. Dass man da so viel Zeit reinpumpen Aber kann. das würde mein PC nicht gut finden, Ja, wenn das das. passiert. Und deswegen müssen wir da drauf Obacht geben. Und kein Mensch schaut sich ein 40-Minuten-Video an. Also nur wenige. So. Also, er greift tatsächlich an. Er greift an. Wir haben ja noch drei Schützen auf den Türmen, sind ja auch noch ganz okay. Ja, sind da zwei Hydren, die fokussen wir halt. Wobei die Frage ist, ob wir Nee, die Hydren nee, fokussen sollen oder die 199. die wollen wir nicht fokussen. Ich bin auch der Meinung, wir hätten Dings ausbauen sollen. Zeloten. Zeloten. Naja, aber schon, ja, das Upgrade von den Schildkämpfern ist schon stärker. Na, Eben weil Double Strike ich ist. sage mir einfach, wenn mein Gegner gar nicht erst reinkommt, ja. Gut. So. So, haben wir das nochmal erledigt. Das stellen wir mal warten. Nur gut, dass er die Greifen angreift und nicht die Armbrustschützen. Dann können wir jetzt. Okay, da haben wir den geraden Pfeil. Ah, Da da haben haben wir wir einen auch einen Bogen. geraden Pfeil. Die Frage ist, was ist denn davon gefährlicher? Also die 8 Basilisten können halt versteinern, ne? Das ist das Problem. Wenn die dann versteinern, ist böse. Machen wir den Schuss mal drauf.
Das haben wir sicherlich. Ja, wir wollen ja keinen Over-Damage machen, ne? Nein, machen wir jetzt den weg, oder? Genau. Da oben. Damage drauf machen. Wie stark ist der? Magic Arrow auf den Greif ist ja fair. Ja, denke ich mal auch. Jetzt die Frage, ob wir raus wollen oder ob wir drin bleiben. Ich denke mal, wir wollen raus. Wir wieder zurückziehen, ne? Ja, genau. Wir gehen auf die, zuerst auf die Hydra. Schafft er die? Wie viel Damage macht das? Ja, doch. Der haut ja zweimal drauf, das heißt, genau, das auf jeden Fall die haben wie viel Gesundheit? 175, also 350. Ja, aber wir schlagen jetzt zweimal. Reicht nicht. Doch klar, wir schlagen doch zweimal. Ist das nicht der Wert da unten für. Das ist für einen Schlag. Und da wir einen Double Strike haben, ne, deshalb ist das Upgrade ja auch so stark. Verdoppelt einfach den Schaden davon. Ah, okay, gut. Krasse Sache. Das ist schon ziemlich mächtig. Ja, der eine Basilisk ist jetzt auch gestorben. Und ja, damit ist der Kampf eigentlich schon gewonnen. Also, Crusader. Wie viel sind das hier? Dann greift der mal die an, würde ich sagen. Ah, die Gorgoren. Sind zwar noch keine Mighty Gorgons, also die größeren, die können, haben ja so einen Effekt, dass man einfach, dass er einfach Flats eine bestimmte Einzahl an Units tötet, was halt besonders gegen Level 7er ziemlich stark ist. Gucken, wie viel das jetzt. Okay, das war jetzt vielleicht nicht das cleverste, aber ist egal. Also ich meine, so diese Armee ist mir jetzt auch nicht so wichtig, muss ich dazu sagen. Ah, ich meine, wir gewinnen den Kampf und der Rest ist halt auch einfach egal. Ja, genau. Es geht ja netterweise auf die Greifen drauf. Jetzt gehen wir aber auf die. So. Ja. Und ja, natürlich, ihr habt schon recht, wenn ihr jetzt einen Kommentar schreibt mit, wir haben hier ziemlich Einheiten verschwendet, das stimmt, wir haben uns gerade ein bisschen. Das ist halt auch einfach egal, also ja, ich glaube, wir sind den Kampf auch nicht gerade mit so mit den nötigen Ernst angegangen. Wir haben irgendwann gesehen, okay, wir gewinnen das und. Ja, machen wir halt einfach mal, gehen einfach mal drauf. Und genau. Darf man ja auch mal machen. Vor allem, wenn es jetzt irrelevant ist. Ja, haben wir nochmal einen Crusader verloren, mein Gott. 9 Crusader insgesamt verloren. Das ist... Oh, und wir können den hier richtig fett ausbauen. Mit Bogenschießen und Offensive. Ach du Scheiße, das ist ja. Und Luftmagie. Wollen wir das? Ja, ja. Ja, was können. Weil so. Luftmagie toll ist. So. Jetzt die Frage. So, von wo kam der? Ja, von oben kam der doch, ne? Ja, genau, der kam von oben. Es ist halt schön, wie wir Navigation hätten, ne? Aber. Ja, jetzt will ich mit dem mal Richtung Untergrund gehen. Genau. Ich will ja wissen, was dort ist. Und wir sollten mal die Städte noch fertig ausbauen, fällt mir gerade auf. Das können wir noch nebenbei tun. Nein, nicht da drauf, sondern hier drauf. Den Fehler machen wir doch mal wieder, ne? Wir könnten mal die, Magierschule. Ja, oder die Skelette, ja. Wir bekommen wir hier, kriegen wir keine Kristalle rein, dass wir... offenbar nicht. Aber wir geben einfach so viele aus. 6 bekommen. Dann gehen wir mal erstmal, natürlich klicke ich aufs Falsche drauf. So, wir haben ja grundsätzlich alles. Ja. Das Rohstoff-Silo gibt uns Holz und... Nur die Grundrohstoffe... Braucht man nicht. Dann bauen wir erstmal hierfür mehr Liche. Ja, also für die stärkeren Liche. Genau. Ja, das erstmal auch... Würde ich sagen, bauen wir die Stadt nämlich erstmal auf einen vernünftigen Stand. Und der war eh nur zum Erkunden gedacht. Schauen wir mal, ob uns was hier nicht gehört, was uns gehören sollte. Also mich interessieren jetzt hier nur die Ressourcensachen, ne? Ja gut, an die Windmühle kannst du ja theoretisch immer jeden Tag hin, ne? Also jede Woche meine ich. Ja. Oder diese Wasserräder auch, aber das brauchen wir glaube ich nicht mehr. Ja. Haben wir hier nirgendwo Kristall? Ich weiß aber, wie wir unser Goldeinkommen nochmal drastisch erhöhen könnten. Und zwar in der Waldstadt, da gibt's ja dieses Zwergending, wenn man das dann ausbaut. Dann, was, ja? Wenn man das baut und dann die Minengilde baut, dann kann man die Minengilde upgraden und die gibt einem dann 10% des kompletten Goldes, das man am Wochenanfang hat, nochmal dazu. Und hier kriegen wir Kristalle, durch Rohstofflager. Ah, oder, genau, und Kristalle kriegen wir hier auch. Das machen wir, würde ich sagen, erstmal. Ja, hier gibt's beim Rohstoffsilo nur Holz und Eisenerz. Okay, also Quatsch. Das ist halt meine Ich kenne mich mit dieser Stadt null aus. Das ist ein, bei mir ist es halt meine Mainstadt. Ich hier einfach wild rumklicke, weil... Okay. Könntest du ein Hühnerteich holen? Ja, wozu? Weil Hühn und Zoll sind's. Ne, wir heben uns die Ressourcen für was Sinnvolles auf. Gut, naja. So. Ach, guck mal, da oben! Ah, da ist noch eine Armee. Ja, können wir nochmal andocken? Schaffen wir die? Ja, locker.
Das ist ja gar nichts. Das war sehr clever von mir. Hätten da andocken können, jetzt müssen wir noch einen Tag warten. Ja. Vielleicht greift er uns ja auch an. Ich frage jetzt, ob wir das jetzt schaffen. Trupp Feuerwesen? Ja, soll man hinkriegen, ne? Da will ich tatsächlich speichern. Ja, Let's Play 1. Gucken. Weil... Ich meine, so ein Trupp Feuerwesen, ich meine, Feuerwesen sind nicht so stark, aber ein Trupp hat schon eine Menge, das sollten so 500 fast sein. Ja gut, nicht ganz, sind 300. Ich glaube nicht, dass wir diesen Kampf schaffen können. 300 Stück, locker. Die sind Magie-immun, wir haben nicht halt viele Fernkämpfer. Was sind die Magie? Die sind nicht Magie-immun. Die sind eh Magie-immun. Die sind nur Feuer-immun. Sicher? Okay. Ich hatte die als Magie-immun im Hinterkopf gehabt. Ja, nur gegen Feuer-Magie, also wir können sie halt nicht blenden, ne? Das funktioniert schon. Wir können uns selbst nicht vernünftig buffen. Nee. So, was macht denn so ein Lightning Bolt an Schaden? Wow, 135, das killt ja ganze 3. Dann mache ich mal Eile auf den. Lieber Präzision auf ihn. Oder Eile. So, warten. Ja. Warten. Warten. Einmal halt warten, müsst ihr mal. Warten. Warten. Ich bin so süß, wie die da angeflogen kommen. Ich fand die damals ziemlich cool. Ja, wie bei den Fantastic Four, dieser Feuertyp da. Ja. Der auch so. Wir schaffen die nie. Mal gucken, ich bin da noch optimistisch. Ja, kommt natürlich nicht ran, also können die jetzt alle verteidigen. Super. Der kommt ran, das sind 8. Weißt schon, ja? 300 noch was Schaden. Hey, wie viele Black Knights haben wir denn? 8. Ach, wir haben nur 8, wir hätten da irgendwie 20. Ja, das sind 8. Das ist absoluter Quatsch, dieser Kampf. Ich sage jetzt, wir können den nicht gewinnen, pass auf. Gut, ja, jetzt hätten wir da hinschießen können, aber. Ja, wir haben viel getötet. Gut, lass mal's. Wäre spannend gewesen mit den Skeletten, hätten wir vielleicht. Ja, ich hatte, wir hätten eine größere Armee da stehen. 8 Black Knights, das wär unsere Hauptarmee gewesen. Also, wir können den Kampf zwar gewinnen, denke ich schon, mit geschickt kämpfen, aber. Ihr findet das Handbuch. Ja, früher gab es ja, Handbücher im. Gab es so ein Handbuch dazu, das sogar mitbewertet wurde. Ja, jetzt gibt's nur noch auf Steam. Ja, jetzt kann ich mir auf Steam mein Handbuch holen. Diesen Ratschlag muss man direkt hier, um eigentlich so Ubisoft. Ja, ja. Links und rechts eine Batschen. Horde. Horde. Hier ist ein Horde. Ich weiß grad nicht. Es müssen ein bisschen. Oh! Guck mal! Die haben Bock auf uns. Ich sag mal ja. Müssen wir mal die Skelette zusammen. Wie waren das? 51, das ist gut. Können wir das mal zusammenführen? Dann haben wir mal Minotauren, die zwar eine schlechte Moral haben, aber das ist ja aber besser. Gar 51 ist top. Also da kann man echt nicht meckern. So, wir wollten die Stadt weiter ausbauen. Wir wollten da erstmal ein Fort hinbauen. Genau. Das ist mega viel Eisen und so, kostet auf nachher mehr genug. Ja. Das ist egal. Du hast die Uhr im Hinterkopf? Ja, ja. Ja. Noch so, haben wir mal 8 Minuten haben wir noch. So, geht es dorthin? Gehen wir mal hin, das Zwei-Weg-Portal. Oh, die Handschuhe sind ziemlich gut, die geben einem ziemlich viel Movement. Horde. Ja, das sind 50, ne? Haben wir ja eben bei den. Die wollen fliehen. Wir haben kaum Fernkämpfer, irgendwie würde ich sie fast schon fliehen lassen wollen. Ja, lassen wir die fliehen, ja. Und die Handschuhe da sind ziemlich gut. So. Ja, ein kurzer Hals bei einer ländlichen Herberge resultiert im Austausch von Geld, Geschichten und fälschlicherweise Gepäck. In eurem neuesten Rucksack findet ihr ein paar magische Handschuhe. Aha. Ja. Hat uns jemals untergejubelt, einfach so, oder wie? Das ist immer nett. Aha, cool. Gibt es mehr Movements. Schön, dass uns da gerade einfach mal so Handschuhe gegeben wurden. Naja. So, und da können wir jetzt nämlich die Minengilde da bauen. Und wenn die nämlich upgraden, dann kommt nämlich dann, wenn du nämlich immer noch mal guckst, im Kaufbildschirm oder am nächsten Tag, da guckst, dann. Das gehört das uns. Das gehört auch uns. So. Oh, der Obelisk. Gucken, wie weit sind wir beim Obelisk mittlerweile eigentlich? Ja, ja gut. Och. Das sind irgendwie unendlich viele in dieser Mission. Ich habe das auch nie komplett gemacht, weil es irgendwie nie als notwendig erachtet habe. Man braucht es auch einfach nie, ne? Ja, es ist halt irgendwie schon ziemlich viel, was man braucht. Okay. Wo laufen wir hier hin? Das heißt niemand jetzt. So. Jetzt gehen wir Schatzkammer, oder wie? Ah, genau, die Schatzkammer, genau, das meine ich. Ah, cool. Oh. Ne, extra Gold. Ist ja bald wieder der Wochenanfang. Dann gibt's wieder schön Geld für uns. Top. Dann müssen wir hier mal die Nekrostadt noch ausbauen, haben wir gesagt.
Hier wollen wir. Was gibt das? Genau, verwandelt. Dann bauen wir jetzt einfach mal hier Vampirschloss aus, ne? Ja, machen wir Vampirschloss. Wollen ja eh alles ausbauen, was hat eh Kreaturen Genau. upgradet. Deshalb. So, gehen wir da unten rein. Aha, da hat er nämlich auch seine Basis, glaube ich, ne? Also, ja, da ist nämlich auch die Zumstadt, von der nämlich die ganzen Hydren mitkommen. Ich glaube, fast, wenn wir den Kampf gewinnen, dann ist das Spiel auch vorbei, weil der Gegner dann nichts mehr hat. Ist meine Vermutung. Ja, schon da. Der Kampf sollte echt nicht so schwer sein, aber. Ja, das ist ja nichts. Ich meine, Ja, ist ja gar nichts. der epische Endfight und ich glaube, wie gesagt, also das Spiel dürfte vorbei sein, wenn wir das jetzt haben. Ich hab mal einen Kampf, würde ich sagen. Ja, scheiß drauf. Ich meine, von dem hat ein paar Skelettkrieger, geht's halt dazu. Das einzige Doofe an der Stadt ist, dass wir halt nicht, selbst wenn die Mauer offen ist, müssen wir durch den Zerr laufen. Der Zerr, der schadet halt uns. Wir haben Schild für alle oder Steinhaut für alle, hier sehe ich gerade. Massenslow haben wir nicht, leider. Wir können aber alle. Ne, können Was blenden. macht denn. Was macht denn Wahnsinn? Wahnsinn war ziemlich overpowered. Ja, ich glaube, ja, genau. Es erhöht, glaube ich. Senkt Verteidigung und steigert den Angriff. Ja, auf Fernkämpfer war ziemlich e genial. Machen wir das, oder? Ja. Was? Ach so, sind unsere so immun gegen Ja, Wahnsinn. immun sind dagegen immun. Toll. Würde ich sagen, wie viel macht der Magisches? Macht 150? 310 auf die. Ja, das sind so die gefährlichsten, wenn man das so nennen kann. Einheiten, die er da Sind hat. die tot? Machen wir jetzt mal die tot, die Gehen wir einfach mal Basilisken. rein, ne? Ja. Schon letzterweise hat er uns seine Hydren ja auch gegen uns tragisch verschwendet, indem er da unsere Stadt angegriffen hat, ne? Also ziemlich dumm. So, er beschleunigt den Kampf. Das ist nett von Top. ihm. Die schießen mal hier hoch. Wird zwar nicht reichen, aber ja, war abzusehen. Schade. Komm mal ruhig mal mit den. Ja, mit den Vieren kann man da mal rüber. Ich merke gerade, dass wir drei Skelette-Stacks haben. Die uns leider nicht helfen, aber. Ach, da sind noch Greif, hab ich gar nicht gesehen. Ja, zwei. Also Wow. der Greife war schon richtig, ja, es sind mehrere. Ganze zwei, ja. Jetzt kommen mal diese paar Schüsschen da, die halt ein paar Skelette noch töten. Das ist ja okay. Ich glaube, selbst aus dem Kampf kommen wir nicht mit Verlusten raus, weil wir ja Nekromantie, So. ja, noch ein Lightning Bolt auf Nehmen wir das. die. So, jetzt kommen wir mit unserem Fernkämpfer So, noch und damit den. sollte das Spiel gewonnen sein, oder? Fragezeichen. Ansonsten müssen wir halt ein paar Tage jetzt einfach ausharren, bis 7 Tage vorbei sind, dass der Gegner halt 7 Tage lang keine Stadt mehr hatte. So. Ich meine, das ist zwar seine einzige Stadt. Bin mir ziemlich sicher. Hier im Untergrund meinst du, ne? Ja. Hast du Erdsicht oder so? Dann können wir sogar mal überprüfen, ob. Wo kriegt man denn Erdsicht? Was ist Das denn. ist ein Zauber einfach im Zauberbuch. Wenn du aufs Zauberbuch klickst. Erdsicht, genau. Was macht der? Da sehen wir die ganze Map, wird die aufgedeckt. Und da sehen wir nämlich, ob da noch eine Stadt ist. Ist da noch eine Stadt? Ja, die haben wir. Ja, das war's. Wir müssen also nur 7 Tage Nee. warten, bis wir dann. Ja. Wie kommen wir auf die Overworld? Gehen wir das auf der Overworld einsetzen. Also gehen wir jetzt einmal mit dem Helden, der auf der Overworld ist, und Hat er denn gucken. überhaupt Erdsicht? Das Der sieht ist. man ja. Höchstens hätte der es, aber der hat es bestimmt noch nicht, Aber der wa? ist auch nicht auf Meister vor allem. Das ist ja das Wichtige, dass du es auf Experte haben musst, damit du. Also ich meine das auf. Es kann höchstens noch hier eine Stadt sein. Ja. Höchstens. Deshalb Ja? gehen wir am nächsten Tag Guck einfach mal, mit und dem. das hier ist nicht eingenommen. Die Sägemühle. Das stimmt. Also ist da nichts. Also warten wir jetzt Könntest du einfach zehn mal. nochmal überprüfen jetzt. Nein! Ah Ah. nein, wir hätten uns da reinstellen müssen, ne? Ja. Megastrophile. Oh Gott. Oh. Ja gut, ich hätte Oh. nämlich auch gar keine Bewegungspunkte mehr gehabt, ne? Das Ja, war stimmt, richtig, es ging gar nicht. Ja, nur aber. trotzdem irgendwie Oh, dumm. es war wow. Ja, Kampf starten. Kampf starten. Kreuz und Oh Mann. reingelaufen. Ja. Top. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich meine, das ziehen wir jetzt noch durch schnell. Ja, klar. Ich meine, wenn wir es jetzt geschafft haben, dann machen wir das jetzt auch hier zu Ende. Weil dann können wir nämlich im nächsten Part nämlich die Kampagne beginnen. Ja, da freuen wir uns schon alle drauf.
epische Kampagne. Ja. GG. Den Festival mehr weg. Wenn das jetzt sogar sein letzter Held war, dann haben wir sogar sofort gewonnen. So. Ne, dann stellen wir uns jetzt aber rein und. Stellen wir uns jetzt hier rein. Am besten bauen wir jetzt mal ein paar Units hier. Ne, wir stehen noch davor, er kann doch nichts machen. Ja, stimmt. Ja. So, dann lassen wir den Tag vergehen. Oh, da kommt noch jemand auf der Overworld. Dann wechselt. Was hat der auf der Overworld denn an? Das ist jetzt die Frage, ne? Wenn er nichts hat, dann. Schauen wir doch einfach mal, wo war denn der? In der Mitte irgendwo. Da ist er. Oh, der hat doch sogar ein bisschen was, ne? Der hat sogar was. Das heißt, wenn der jetzt in den nächsten 7 Tagen nichts eingenommen bekommt, dann hat er verloren. Der wird direkt Kurs auf diese Stadt dann nehmen. Deshalb müssen wir die jetzt ein bisschen ausbauen. Also da mal ein paar Units. Wir können uns auch noch einen Engel holen. Oder ja, die Zeloten sogar noch besser. Naja, das. Der wird jetzt nicht in Suicide-Modus gehen, denn er weiß ja, er muss ja jetzt quasi angreifen, sonst hat er verloren. Genau. Jetzt bauen wir auch alles, was wir da stehen haben. Wollen wir die noch dazu? Sollte das der letzte Kampf sein. Ja, den kriegen wir auch noch in den Parts geschafft, denke ich. Ich denke auch, dass wir den eigentlich haben. Die Pikiniere sollten wir dann auch noch. Die Frage ist, ob er auch versucht, vielleicht hier rüber zu rennen. Ne? Ich meine, in der Stadt haben wir jetzt nichts, ne? Ja. Kann man hier was ausbauen? Einiges. Können also, die. Was hältst du denn davon, wenn wir mit dem Held denen entgegenlaufen? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist ja nicht viel. Und ich möchte da jetzt gerade kein Risiko eingehen. Komm. Also du sagst, die Pikiniere nehmen wir auch noch mit, ne? Ja, klar. Schadet ja nicht. Zack, holen wir uns die auch noch. Und dann laufen wir einfach mal entgegen. Ja. Damit der Landschaft auf dumme Ideen kommt. Wir können uns ja quasi da reinstellen in die Garnison. Dann kommt er nämlich nicht vorbei. Dann ist er eingestellt. Wir müssen erst diese Wolfreiter besiegen. Oh, 34 Doggies. Wow. Ja, dann sind es noch 3. Das sollen sie noch ein bisschen. Die Hunde. Mensch. Super, haben wir geschafft. Meisterhaft Offensive, das kommt uns sogar noch zugute. Gut. Wir schaffen es, auch zu ihnen hochzulaufen. Ja, loskommen. Also muss jetzt ein Sub-Held eigentlich nur gebaut worden zum Verteidigen, jetzt die letzte Schlacht machen. Ja, naja. So kann's gehen, ne? Übrigens, das ist ein Ork, ja, vom Bild her. Guckt euch mal Sprite und... Ich weiß, das Lustige ist, RPG-Maker-Spiele macht man deswegen immer dumm, ne? Und ja, da muss man schon sagen... Nicht dazugelernt. Ja. Ja gut, das Spiel ist von 1999 oder? 1999, ja. Aber das hätte auch eigentlich noch nicht wirklich sein müssen. Ich meine, das ist schon ein bisschen hart. Hier ist ein Barbar, Conan der Barbar, ja, und dann ist das irgendwie ein Ork. Das ist echt ein bisschen seltsam. Ja, gehen wir mal auf die Hydren, kriegen wir eine Hydra tot. Wenn wir Glück haben, ja, super. Ja, los, komm. Ja, gehen wir mal jetzt rein, dann haben wir schnell den Sorgen. Na, mal schauen, wie viel wir erwischen. Aber wir hätten unsere Bogenschützen eigentlich upgraden müssen, das wäre noch besser gewesen. Nee, Zeloten war schon besser. Also nee, die hätten ja doppelt so viel Schaden gemacht mit den, Beim ersten hätten wir es anstatt dir machen sollen, anstatt den Kreuzrittern vielleicht, aber naja, passt schon. Oh nein, das ist übrigens der Effekt von den Gorgoren, die einfach Flats Units killen können. Und das hat gegen Level 7er besonders stark und gegen Level 1 er ziemlich nutzlos. Ja, Elbo hat er geschafft. Das Schöne an den Greifen ist, dass sie unendlich viel Rückschlag haben. Und damit ist der Kampf gewonnen. Kann die mächtigste einer wenigstens als letztes und als letztes gelegt. Die mächtige Hydra. Ja. Blau bezwungen. Haben wir blau bezwungen? Ja, der Sieg ist unser. Super, mit dem Barbaren hier noch. Ja, und natürlich habe ich gleich ein Achievement hier freigeschalten. Oh yeah, das können alle sehen. Wie immer ich bin, Mann, ja. Ja, unser epische Endscreen, der ist ein toller Abschluss mit dem Drachen hier. Ja, der irgendwie laggt. Ja, das tut er bei mir auch. Ja, irgendwie lustig, ja. Ja, na gut. Mit diesem Standbild beenden wir den Part, der jetzt doch irgendwie länger wurde als gedacht, aber passt ja, schon. Würde ich sagen, beim nächsten Mal fangen wir mit der Kampagne an. Wir haben die auch beide privat schon so ein bisschen gespielt, noch nicht durchgespielt, aber angespielt.
so dass wir wissen, was wir da tun. Und dann würde ich mich wie immer im netten Kommentaren darum nach Daumen nach oben freuen. Ich war euer DSD Steve und euer Rakshasa. Tschüss. Tschüss.